In dem Fall hier sind es Spinnenmilben. Spinnenmilben, die haben sich hier ein Haus gebaut. Da sind ganz viele Netze. Wow! Hallo, liebe Pflanzenfreunde, und herzlich willkommen im Pflanzenzirkus. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Und heute gibt es einen kleinen Quick-Tipp für euch. Und zwar geht es um unsere lieben Zimmerpflanzen und ihre kleinen, krabbeligen Bewohner. Diese liebe Calathea aus meinem Badezimmer hat nämlich zum Beispiel Spinnenmilben, was unschwer an diesen wunderschönen Netzen hier oben und den kleinen krabbelnden Viechern zu erkennen ist. Und die möchte ich dann natürlich nicht länger haben. Und weil ich jetzt aber auch keine Chemiekeule kaufen möchte oder für viel Geld Nebenöl bezahlen möchte, was dann doch wieder nur in der Ecke rumsteht, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und dieses richtig geniale Rezept gefunden. Das hat mir den ganzen Sommer über schon den Hintern gerettet, wurde auch viel draußen angewandt, an Kräutern etc. Und es ist richtig einfach. Also man braucht einfach nur 1 Liter Wasser, ein bisschen handelsübliche Schmierseife und ein bisschen Spiritus. Außerdem ist so eine Flasche sehr praktisch zum Sprühen. Die gibt es auch als Druckflasche. Da pumpt man dann oben auf und kann danach einfach durchdrücken. Die hat auch ein bisschen mehr Druck. Das ist ganz cool, wenn man zum Beispiel Läuse wegschießen möchte. Boah, das hört sich voll brutal an. Vielleicht sollten wir das mit dem Läuse wegschießen nicht sagen. Das hört sich irgendwie an, als wenn ich so eine Gangsterbraut bin, die massenvernichtungsmäßig Läuse von Bäumen schießt. Macht mich vielleicht nicht so sympathisch, aber hey, that's the plant life, you know? Und jetzt fangen wir einfach mal an. Als allererstes geben wir unserer magischen Mischung 30 Gramm Schmierseife hinzu. Außerdem noch einen Löffel Spiritus. Das Ganze schön umrühren. Und fertig ist es auch schon. Und das Ganze kommt jetzt hier in unsere Sprühflasche rein. Dazu drehen wir die einfach auf und füllen das vorsichtig hier hinein. Und die Hälfte läuft daneben. Großartig. Und fertig ist das Ganze. Boah. Voll alles vollgesüppt. Geil. So, jetzt haben wir hier unsere befallene Pflanze. Ich weiß persönlich, dass die das ganz gut verträgt. Am besten macht ihr aber, bevor ihr das benutzt, an einem Blatt einen Test und wartet einen Tag. Dann seht ihr ganz schnell, ob die das abhaben kann oder nicht. Und jetzt sprüht ihr die Pflanze einfach großzügig damit ein. Auch schön darauf achten, dass ihr auch unter den Blättern einsprüht. Von allen Seiten. Nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Dann ist das Ganze auch schon fertig. Ihr lasst es jetzt kurz einwirken. Am besten dann nicht in die Sonne stellen, damit die Pflanze sich nicht verbrennt durch die Flüssigkeit an der Oberfläche. Genauso wie wenn man sie mit Wasser einsprühen würde, wird das Licht stärker gebrochen und das kann der Pflanze dann schaden. Das machen wir deswegen nicht. Wir stellen die dann in den Schatten zum Trocknen und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt, wo ihr euer Wundermittel fertig gemixt habt und es auf die Pflanze aufgetragen habt, sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Kleiner Tipp von mir. Bei Spinnenmilben ist es ganz wichtig, auch die Erde auszutauschen, weil die sich da sehr gerne drin verstecken. Und ihr wollt wirklich nicht, dass der ganze Spaß nach 3 Wochen wieder von vorne losgeht. Außerdem macht es Sinn, die Pflanze separiert hinzustellen und auch die Nachbarpflanzen zu kontrollieren. Also sozusagen eine kleine Quarantänezone einzurichten. Und dann hat sich das Ganze ganz schnell wieder erledigt. Wenn ihr das Ganze ausprobiert habt mit diesem wunderbaren Spray, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen damit sind oder auch, was eure Geheimtipps zur Schädlingsbekämpfung oder sogar Schädlingsprävention sind. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens nächsten Freitag wieder und ich verabschiede mich jetzt einfach mal damit. Ciao! Das ist ganz schön staubig. Bah, ist das eklig. Ugh.